Hi Leute, in diesem Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr mit iOS 14 eure Standard-App-Icons auf dem iPhone ändern und personalisieren könnt, sodass ihr beispielsweise so etwas hier bekommt. Das einzurichten ist überhaupt nicht schwer, aber Achtung, es gibt auch leider ein paar Nachteile. Mehr dazu gleich nach dem Intro. iOS 14 ist seit gut einer Woche draußen und vielleicht habt ihr es euch ja auch schon runtergeladen. Für das, was wir heute vorhaben, ist die neueste Version aber gar nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist nur, dass ihr die App Kurzbefehle auf eurem iPhone habt. Die sieht so aus, ich blende die auch nochmal in groß ein. Um die nutzen zu können, benötigt ihr mindestens iOS 13.0 oder neuer. Und wenn ihr sie noch nicht oder nicht mehr auf eurem Gerät habt, könnt ihr sie auch ganz leicht aus dem App Store herunterladen und wieder neu installieren. Also, was wollen wir heute überhaupt machen? Wir wollen die App-Icons so verändern, also den Look bzw. die Symbole der Apps verändern. Bevor wir das Ganze machen, will ich euch nochmal kurz erklären, was diese App überhaupt macht. Also, Kurzbefehle oder auf Englisch Shortcuts macht nichts anderes als, wie der Name schon sagt, Kurzbefehle oder digitale Lesezeichen auf euren Homebildschirm zu platzieren. Das heißt, ich sage über die App, hey, ich mache hier einen digitales Lesezeichen auf den Homebildschirm, wie zum Beispiel Instagram, Twitter oder Musik oder so. Und wenn ich da drauf drücke, öffnest du mir bitte die richtige entsprechende App, die ich dir halt zuweise. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn ich euch aber zeige, wie es gleich geht, dann wisst ihr schon, was ich meine. Vorweg vielleicht noch, bevor wir das Ganze einrichten können, braucht ihr natürlich die Logos, die hinterher eure neue App haben soll. Ich habe mir hier jetzt ein Pack gekauft im Internet, 5 Euro hat es gekostet, habe ich mir jetzt für dieses Video mal runtergeladen. Das braucht ihr nicht unbedingt, ich werde es trotzdem mal verlinken, wir verdienen da jetzt auch nichts dran, aber wenn ihr jetzt sagt, ey, genau diese App möchte ich auch auf meinem iPhone haben, dann wisst ihr genau, wo ihr das herbekommt und könnt es euch runterladen und kaufen. Ihr bekommt im Internet aber auch ein paar Anbieter, die kostenlose App-Icons anbieten, also das ist jetzt nicht so das Problem. Die App-Icons müssen dann in der Foto-App, in der Fotomediathek sich befinden, denn dort müssen wir gleich drauf zugreifen. So, jetzt seht ihr ja schon, ich habe ja hier schon 8 App-Icons erstellt. Das jetzt nochmal zu machen, wäre jetzt ein bisschen langweilig. Gehen wir mal auf die zweite Seite. Zum Beispiel die Kamera-App. Die müsste jetzt auch noch geändert werden. Die möchte ich ändern, deswegen öffne ich die Kurzbefehl-App. Und hier seht ihr auch schon eine Reihe an Kurzbefehlen, die ich schon für die anderen Apps erstellt habe. Um jetzt eine neue App hinzuzufügen, drücke ich oben auf das Plus und sage, ich möchte gerne eine Aktion hinzufügen. Hier hat Apple auch schon eine Reihe an Vorschlägen. Wir möchten jetzt aber am Ende, dass eine App geöffnet wird. Deswegen tippen wir hier mal App öffnen ein und ihr seht schon, mein iPhone zeigt das an. Jetzt können wir sagen, ich möchte auswählen, was geöffnet werden soll, also welche App geöffnet werden soll. Dazu klicken wir auf Auswählen und sagen dann jetzt hier beispielsweise, was weiß ich, Snap, naja, sagen wir Kamera. So, Kamera öffnen steht jetzt hier schon als Skript, ist eingespeichert und damit hinterher die App, also dieses digitale Lesezeichen, was auf meinem Homebildschirm platziert wird, auch entsprechend das beschriftet ist und auch das richtige Logo bekommt, klicken wir jetzt hier nochmal auf die 3 Punkte, sagen hier Kurzbefehlname, Kamera. Das wird spätestens dann interessant, wenn ihr das beispielsweise mal über Siri steuern wollt. Wir wollen das jetzt auch nicht auf der Apple Watch anzeigen oder im Share Sheet anzeigen. Das interessiert uns gerade nicht so wirklich. Wir wollen es aber zum Homebildschirm hinzufügen. Und auch hier müssen wir nochmal kurz den App-Namen eintragen. Und wir sollen jetzt hier sagen, dass, also wenn wir jetzt hier nichts ändern würden, würde das App-Icon hinterher so aussehen. Vielleicht für manche auch cool, finde ich jetzt nicht so schick. Deswegen klicke ich jetzt hier drauf und sage, ich möchte jetzt ein Foto auswählen aus meiner Fotomediathek. Oh, da habe ich jetzt auf meine Fotomediathek. Jetzt muss ich hier vielleicht ein bisschen blurren, weil hier ein paar private Fotos drauf sind. Die müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Aber jetzt seht ihr hier, habe ich Zugriff auf meine ganzen App-Icons. Und da wähle ich jetzt natürlich die Kamera aus. Wo ist sie denn da? Ich könnte jetzt auch jedes andere beliebige Foto auswählen, würde jetzt aber wenig Sinn ergeben. Deswegen sagen wir jetzt hier die Kamera auswählen bitte. So, und die App fügt das jetzt auch schon zusammen. Und wenn ich jetzt noch auf Hinzufügen klicke, zum Homebildschirm hinzugefügt. Wenn wir uns jetzt dann mal den Homebildschirm angucken, dann seht ihr auch schon gleich, ah, da ist die Kamera, die wir gerade erstellt haben. Und ja, so könnt ihr das mit jeder x-beliebigen App im Prinzip machen. Der Vorteil, warum ihr das mit iOS 14 machen solltet, ist jetzt ja, dass ihr unter jedem anderen Betriebssystem unter iOS 14 2 Apps hättet. Also hier einmal die Kamera-App und hier. Das wollen wir natürlich nicht, das müllt uns nur den Bildschirm voll. Deswegen können wir jetzt ja hier hingehen und sagen, hey, ich möchte die App entfernen.
Und wir wollen sie jetzt nicht löschen, sondern einfach nur vom Homebildschirm entfernen. So, dann ist sie weg, aber sie ist trotzdem immer noch da. Das heißt, wenn ich jetzt hier raufdrücke, wird die App immer noch gestartet. Der Nachteil, hatte ich ja schon erwähnt, dass es auch ein paar Nachteile gibt, ist tatsächlich, dass es zwar flüssig läuft, aber ein bisschen länger dauert, als wenn ihr jetzt die normale App starten würdet. Warum? Weil, wenn ich jetzt beispielsweise die Musik-App öffne, mein iPhone vorher nochmal kurz in die Kurzbefehle geht und erst dann die Musik-App öffnet. Das heißt, ich starte die Musik-App, mein Handy weiß, okay, es soll jetzt über die Kurzbefehle die Musik-App starten und deswegen wird das vorher nochmal angezeigt. Meiner Meinung nach könnte Apple da nochmal ein Update liefern, dass das Ganze irgendwie verkürzt bzw. einfach nicht anzeigt. Ich finde, das stört so ein bisschen, wenn man dauernd hier über die Kurzbefehle dann in die Musik-App erst reingeht und dadurch erzeugen wir natürlich so eine gewisse Latenz, die ein bisschen unschön ist. Was außerdem unschön ist, oben links in der Musik-App wird jetzt, oder generell in jeder App, wird mein Shortcut zu den Kurzbefehlen oben links noch angezeigt. Kurzbefehle ist halt ein recht langes Wort, das fällt schon auf und ist vielleicht jetzt nicht für jeden unbedingt toll. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt nicht lange in einer App aufhält, dann stört es vielleicht auch weniger. Und Spielen wird es natürlich sowieso nicht angezeigt, also von daher passt das schon. Was tatsächlich ein großer Minuspunkt hier ist, ist tatsächlich, dass Benachrichtigungen nicht in diesen Shortcuts angezeigt werden. Also, wenn ich jetzt bei Instagram oder WhatsApp mal schaue, wird mir hier das nicht auch angezeigt. Das ist schon ein bisschen blöd. Ich würde schon gerne wissen, wie die einzelnen Apps da, also wie die Benachrichtigungen da aussehen und würde das auch gerne weiterhin angezeigt bekommen. Vielleicht kann Apple da auch nochmal nachlegen und sagen, okay, für diesen Fall werden die Benachrichtigungen angezeigt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Apple ja nicht möchte, dass wir das eigentlich machen, auch wenn es diese Funktion gibt, weil sonst hätte Apple es ja von vornherein eingestellt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Variante, sein iPhone ein bisschen mehr zu individualisieren. Durch die Widgets hier haben wir jetzt ja eh recht viele Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr es auch machen werdet oder ob ihr den Trend irgendwie blöd findet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Video.